Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist heute lieber SK. Schön YouTube. Die Luft hier oben ist sehr dicht, Leute. Wir sind hier im Weltall, denn ich bin ein Astronaut. Ich mach mich mal ready. Ich hoffe, dass Zero Gravity eingestellt. Nein, habe ich nicht. Stopp! Meine Freunde, wir machen heute sehr gering die Schwerkraft. Wir werden heute den Saturn ein wenig nachbauen, denn wer kann quasi mit den Bounce Pads und einem gebauten Planeten ungefähr erzeugen, dass es so wirkt, als wäre man im Weltall, meine Freunde. Genau das werden wir jetzt machen. Wir werden mal schauen. Wir haben extra unsere Astronauten-Skins wieder ausgepackt aus Season 2. Und ihr seht auf jeden Fall schon, Leute, die Schwerkraft, naja, die lässt hier auf jeden Fall nicht ordentlich. Nicht nur die Astronauten-Skins haben wir ausgepackt, sondern auch im echten Leben bin ich gerade hier im Weltall ungefähr 30.000 Kilometer. Ist so unendlich dämlich einfach. Ich habe. Wir machen das Ganze direkt über Leaky Lake, meine Freunde, denn da wird quasi unser neuer Planet, der Saturn 3, entstehen, meine Freunde. Wir brauchen eine Menge Bounce-Pads, die holen wir uns natürlich in Tilted Towers und ich glaube, es ist ziemlich schwer zu verstehen, was überhaupt abgeht. Ich erkläre es euch nochmal ganz kurz, meine Freunde. Wir bauen, wie gesagt, den Saturn nach und werden dann in der geringen Schwerkraft, wenn der Saturn gebaut ist, ein kleines Battle miteinander haben. Welche Waffen wir dann nehmen und so weiter und so fort, das müsst ihr dann mal gucken. Das Problem ist halt auch, dass es jetzt ultra lange dauert, bis man hier runterfliegt. Also das ist einfach ziemlich lang jetzt an der Stelle. Leute, wir sehen uns dann gleich, wenn wir schon angefangen haben zu bauen. Ne? Wollen wir mal so eine Mondreise machen? Können wir gerne machen, ja. Leute, sollen wir uns mal auf den Mond katapultieren? Lasst jetzt mal gerne 50.000 Daumen nach oben da, meine Freunde. Tobi und ich reisen gemeinsam zum Mond. Das meinen wir hundertprozentig ernst. Wir bauen selber eine Rakete, Leute, und werden dann auf den Mond fliegen. Ob das so eine gute Idee ist, das werden wir dann mal herausfinden. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall funktionieren. So, ich baue erstmal die Stütze dafür, Tobi. Die Stütze wird so aussehen. Es gibt keine Stütze. Doch, guck mal, die Stütze wird... wir sagen einfach, es gibt keine. Aber, okay, es gibt keine Stütze. Hey, es gibt doch eine, bist du dumm? Hier ist doch eine. Guck mal, du baust doch gerade eine. Guck mal, wie dünn die ist. Wenn man die einmal kaputt schießt, dann ist vorbei. Hä? Yo, Alter, das ist ein Ice Dragon. Wie beim Minecraft Link. Ja, und du willst jetzt wirklich hier das Ding so bauen? Ja. Ja, gut. Viel Spaß dabei. Guck mal hier, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann machen wir den noch einmal ein bisschen größer, Leute. Boah, Alter, wir bauen einfach einen gottverdammten Planeten nach, Tobi, dass ich das noch erleben darf. Hey, das sieht doch schon voll gut aus. Wir müssen jetzt darunter nochmal eine Ebene machen, dann nochmal eine Ebene, wie es so ein bisschen zusammengeht. Das gleiche dann oben nochmal drauf, Tobi. Und dann machen wir am Ende den Ring. Klar? Das sieht aus wie ein UFO. Mann, das ist ein Planet. Jetzt hör doch mal auf und hol doch noch eine mehr. Alter, das ist mein Feind, du ehrlicher Blödmann. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Das war ich nicht. Das war der andere in meinem Kopf. Was? Weltraumwein. Haha, guck mal, du musst zu Fuß laufen. Guck, wie ich hochkomme. Wenn du jetzt gegen das Ding fährst, bring ich dich um. Oh, wow, 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 wow. Tobi, hör einfach auf und benutze einmal bitte dein gottverdammtes Gehirn. Saturnus, Saturnus, deine Mutter. Okay, Leute, jetzt geht's noch an oben dran. Also ihr seht auf jeden Fall hier, der Saturn steht quasi größtenteils schon mal soweit, ja. Jetzt fehlt quasi nur noch die obere Hälfte des Ganzen und natürlich größtenteils dann noch die ganzen Bounce-Pads, die überall dran kommen. Das wird auf jeden Fall lustig, die unten überall dran zu setzen, an den Seiten. Nee, kriegen wir aber schon irgendwie hin. Also ja, wenn du schon mal anfangen kannst, dann baue ich nochmal oben. Also an die Seiten und an den Ringen und überall. A Ring of Fire. Kannst du bitte aufhören. Also oben geht's ja eigentlich dann mit dem Bounce-Pads hin machen, ne? Das ist ja dann eigentlich entspannt. Oben ist relativ easy, ja. Ey, was ist das, was wir hier machen, Leute? Absolut krank war wieder. Da auf jeden Fall jetzt schon mal den Daumen nach oben drücken an der Stelle. Und die Glocke aktivieren und auf meinen Discord kommen und regelmäßig meine Livestreams gucken und meinen Merch kaufen. Leute, ihr habt's gehört. Dieter hat's euch zuerst gesagt. Willkommen bei Dieters Tagesschau. Okay, das sind locker 200 Jump-Pads, Leute, wenn nicht sogar mehr. Bounce-Pads meinst du? Na, Bouncers, ne? Ja, das wird, glaube ich, richtig witzig, Digga, damit ein Battle zu machen halt mit Air. Aber dieses Geräusch, wenn man hochfliegt, ne? Das hört sich so an, als wären wir im Weltall. Ja, deshalb machen wir das ja, weil wir im Weltall sind. Das weißt du nur noch nicht. Okay, bis morgen. Roleplay. Ciao. Tobi, komm zurück. Hallo, hallo. Leute, schaut euch dieses Ding einmal bitte an. Absolut gestört, dass wir wirklich so einen fliegenden Saturn gebaut haben. Ich glaube, Leute, jetzt gleich kann es direkt losgehen im Battle. Wie viele Schüsse hast du, Tobi? 162. Ich habe 61, das vielleicht dann noch. Okay. Wechsel du mal das Team, Leute. Es geht direkt los. Wir haben den Saturn quasi fertig gebaut und jetzt geht's ins Battle. Los geht's. Tobi, wo bist du? Ready for takeoff in 3, also Landing meine ich, aber in 3, 2, 1, Ignition. Nicht schießen. Howdy, Partner. Hey. Ich hab dich nicht getroffen. Los geht's. Ich brauch Munition, also. Okay, 3, 2, 1, go. Warte. Ah, warum hittest du so gut? Ja, fliegender Astronautenpenner, wo bist du? Ja, ja. Nein! Oh mein Gott, Leute, das ist so... Ah, warte mal, wieso bin ich jetzt wieder in den Weltall?
Oh ja, oh, 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 oh. Ah, Space Astronauten. Space Astronauten. Hä? Das ist doch dasselbe. Fuck, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem, ich hab ein richtiges Problem. Nein, 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 oh mein Gott, unfair. Ich hab aus Versehen, mein Dings aufgemacht. Wo bist du? Ja. Nein! Digga, mein okay, 1-0, ja, Digga, 1-0. Das ist schwer. Damn, Bro. Es ist geisteskrank schwer, ja, Mann. Ohne Flachs, Digga. Sind geisterkrank, oder? Geist, die haben leider eine Krankheit, die Armen. Mann, die Armen, Alter. Hallo. Weiter. Was? Als ob, als ob! Oh mein Gott! Nein! Ja! 10 AP, Digga, oh mein Gott, okay. 1-1. 1-1, ja, Digga, ich bin One-Hit, Alter. Was soll ich machen jetzt, Junge? Der beste Spielmodus, glaube ich. Ohne Witz, das ist richtig geil, oder? Nee. Ich hab's auch Spaß gemacht. Hier fehlt noch eine Platte, warte, ich muss sie dran setzen, nicht töten. Okay. Oh, los! Stopp! Halt! Stopp! Halt, stopp! Nein! Digga, der Revolver ist so eine gute Idee gewesen. Wo bist du? Ah, wo bist du? Ah. Hier. Mit 2 Hits? Nein! Ja, nein, bam, damn, Bro! Bam, bam, bam! Okay, 2-1 für dich. Okay, ich komm runter. Ja. Wir können jetzt gleich mal eine Runde machen. Only Ring. Weißt du, was ich meine? Nur über den Ring? Ah, ja, ja. Okay, Only Ring ab jetzt, komm. Ich bin runter, ich bin hinten runter hergeflogen. Also, ich, Tobi, ich, also. ja, was soll ich sagen? Ich bist du, komm nochmal nach oben dann an der Stelle. Lass mal jetzt einfach den Ring mitbenutzen, ein bisschen so, weißt du? Okay. Beide in eine Ecke vom Ring? Hinstellen, lol. Geht ja gar nicht. Hey, wo bist du? Ah, da unten. Hä? Oben? Ne, hä, hier? Lol, ich seh dich gar nicht, Alter. Hä, ich seh dich da hier oben. Ja, wie. Ah! Nein, ich bin runtergefallen. Eins. Hab ich hätte mich. Nein, hast. Nein. Schaffst du's? Nee, ich hab so krassen. Oh, der Hit, Alter! Nice! Ah! Nein, 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 nein. Oh! Alter, oh mein Gott, Junge, was ist das? Nein! Oh, was, drei Pickaxe rausholen? Was passiert? Oh. Ah! Nein, nachladen. Hä? Wo hängst du? Oh, ja! Ich hab doch immer so einen Heftig. Digga, oh mein Gott, okay. 30 Schuss noch. Digga, ich geh ganz kurz Munition holen. Okay. Heftig, Leute. Heftig, heftig, heftig. Ich heh mich auch nicht hoch, ich hab 48 AP. Digga, Alter. Was geht ab? 2-2. Ja, 2-2 gerade. Oh mein Gott, Digga, was für ein geiler Spielmodus, oder? Ganz ehrlich, da kann man auf jeden Fall mal sagen, gut gemacht, Tobi. Ja. Digga, aber das muss ich sagen, ist bisher einer der besten, ne? Findest du echt so geil? Ja, findest du nicht geil? Ich find's übertrieben nice, Digga. Es macht richtig Spaß. Dieses Gefühl, wenn man den Hit landet. Lecker, schmecker, Spaß im Mund. Lecker. Schnell, Mann! Okay, Bro. Digga, ich sehe es jetzt erst, wie geil das so aussieht. Warte, ich flieg auch mal einmal von oben. Ich will einmal gucken, ja? Schaut euch diesen Planeten mal bitte an. Richtig, der Planet Erde. Saturn. Richtig, richtig schön. Okay, Tobi, bist du ready? Ich bin oben. Wo bist du? Hier. Hä? Hey, stopp. Was? Ich muss meine Ballons erst wegmachen, okay. Hä? Wo bist du? Ah! Du bist über mir, oder? Ja, ich bin voll weit oben. Digga, das ist mit den Ballons unfair! Das ist mit den Ballons unfair! Nein, nein, nein! Als ob wir beide nicht getroffen haben! Nein! Ich muss weg hier! Digga, ich treffe nicht. Hallo! Au! Nein! Wie kann ich dich nicht treffen? Nein! Ja. Alter, was? Nein, ich muss mich doch retten! Digga! Okay, wie steht's? Es steht 3-2. Ende, over. Geil. Junge, 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 was für ein geiles Game, ohne Witz. Hör mal auf mit den Ballons, Alter, das ist unfair. Ich geh jetzt komplett runter. Nein. Wegen der Ballons kriegst du den übelsten Highground, Alter. Nein, hab ich nicht. Natürlich, du bist 10.000 Meter über mir, Alter. Nein. Doch. Komm mal jetzt wieder runter, Digga. Ja, ich bin unten. Guck mal, über die. Au, oh, stimmt, ich hab gerade. Ey! Digga, du musst schon gucken, wo du landest. Das ja, Bro, das ist halt das Ding, wenn du halt über mir so weit bist, weißt du, dann kann ich halt nur noch oben. Ich hab keine Ballons mehr, tut mir leid. Ja, Digga, als ob, Digga, du kämpfst da! Ja, moin, die Hits, die waren lecker. Digga, ich hab... Ja! Was, Digga? 70er Headshots, let's go! Okay, komm hoch, Bro, komm hoch. Okay, ich bin hier. Oh! Ein HP. Damn, Alter, wo bist du? Komm. Nein! Ich lade nachher, wo ich 5 Schuss hab. Damn. Alter. Nein! Was? Der trifft mich nicht! Oh mein Gott! Nein! Ich dachte, ich könnte dich noch ziehen, Digga. Man kann es in der Luft stehen zu bleiben. Ist so. Oder in der Luft den Fallschirm zu öffnen halt. 4-3. Alter, Junge, Tobi, ich krieg das schon mit. Okay, stopp, hallo, es geht noch nicht los. Okay, jetzt. Ach so. Alter, entspann dich mal. Ey!
Wie viel Leben hast du noch? Wie viel Leben hast du noch? Sehr viel. Was? Oh, du Missgeburt, der Headshot, Digga! Das war so ba-ba-ba-bam. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Okay, 4 zu 3, oder? Nee, 4 nee, zu 5. 5 zu 3. Okay. Okay, Digga, aber ich habe nicht mehr viel Leben. Wo bist du? Tobi, wir spielen bis 20, okay? Bis die über 20 tickt. Okay. Oh, fuck! Yeah! Okay, Tobi? Nein, Alter. Ich könnte jetzt noch ausgleichen oder sogar gewinnen. Yo, Alter, diese Hits, unnormal. Ich bleib hier unten. Ich bleib hier drin, ich bleib hier drin. Spaß. Nee, ich bleib jetzt hier. Ich schieße dich auch ab. Ey, das zählt nicht! Doch, ich du musst mich rauslassen. Keine, du bist selber schuld, wenn du da drin bist. Nein, war ich gar nicht. Hey, Junge. Komm doch. Hä? Hey, du. Nein, nein, nein. Oh, der Headshot, da war ein Headshot dabei, oder? Da war mehr als ein Headshot dabei, glaube ich. Ich will ins Loch, bitte, ich will ins Loch. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Hilfe! Bist du? Ich seh ihn nicht! Ja! 5-5! Oh mein Gott! 17 Sekunden! Okay. 17 Sekunden! 17 Sekunden! Das ist nicht mehr viel Leben! Digga, schaff ich das überhaupt auf dem Boden? Nein! Komm bitte! Unentschieden! Boah, Digga, das war knapp, Alter! Leute! 5 zu 5 an der Stelle! Ich würde sagen, das erfordert auf jeden Fall ein Rematch, meine Freunde! Aber schaut euch mal bitte diese Monstrosity mal bitte hier an, Leute! Alter! Ganz ehrlich, Tobi, fettes GG an dich! Hat richtig krank Bock gemacht, ja, Leute, mit dem Ding! Mega! Richtig, richtig nice! Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Subbt auf jeden Fall den Tobi zu Tode, meine Freunde! Empfehlen nicht mehr viel bis zu 50.000! Geht jetzt alle mal darüber und abonniert da rein, meine Freunde! Küsst eure Augen! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Haut da rein! Bis dann! Ciao, ciao!